Es ist Mittwoch und klar, es ist heute kein sonniger Morgen. Es ist so ein bisschen Wolken- und Nebelfangen, aber ich freue mich riesig, denn heute ist Tag 100 und ich kann es nicht fassen, dass tatsächlich Tag 100 ist und dass ich dieses Video jetzt gerade drehe. Denn ja, ich habe damit irgendwie nicht gerechnet. Klar ist es total cool und irgendwie habe ich mich drauf gefreut, aber ja, jetzt ist der Tag wirklich da und ich sehe sie jetzt schon kommen. Ich heule gleich, weil ich den Tag so toll finde. Ich bin gerade aufgewacht, habe meditiert und es ist Tag 100. Ich erkläre kurz, worum es geht. Tag 100 heißt, ich habe vor 100 Tagen angefangen, Sport zu machen. Und das jeden Tag. Und ich bin definitiv ein Mensch. Ich habe früher Sport gehasst. Also Schulsport sowieso. Ich war in keinem Verein. Ich hatte nie irgendwie so meinen Sport, den ich immer gemacht hätte. Ich habe ganz lange Zeit überhaupt nicht gewusst, dass ich irgendwas kann in sportlicher Hinsicht. Und für mich war im Gymnasium auch noch Sport mein Hassfach. Also ich habe mich nicht davor gedrückt, das nicht. Aber ich habe definitiv nicht gewollt, dass das irgendwie jede Woche ist und Bundesjugendspiele und Noten auf, wie lange kann man irgendwie rennen und so weiter. Nee, das war überhaupt nicht meins. Ich habe es auch nicht eingesehen, weil ich dann irgendwie mehr leisten muss als jemand, der 2 Monate später auf die Welt kam, nur weil es dann ein anderes Jahr ist. Habe ich nicht verstanden. Und manch einer aus meiner Klasse, also in meiner Klasse waren immer wieder zum Teil Leistungssportler. Und ich fand das immer ganz, ganz schlimm. Ja, umso schöner, dass sich mit den Jahren so ein bisschen das entwickelt hat, dass ich gemerkt habe, okay, so ein paar Sachen machen mir Spaß, die kann ich machen. Mit dem Joggen, mit dem Laufen gehen habe ich es immer wieder probiert. War so eine bisschen On-Off-Beziehung, wir zwei, aber selbst das habe ich gerade in den letzten 100 Tagen gut hingekriegt. Und ich hätte von mir niemals gedacht, selbst von einem Jahr oder noch vor, keine Ahnung, 5 Monaten, hätte ich nie gedacht, dass ich das durchziehe, dass ich wirklich 100 Tage Sport mache und ich habe es geschafft. Ich habe es auch geschafft, dass ich das in nahezu jedem Fall morgens direkt gemacht habe, also direkt nach dem Aufstehen. Das ging jetzt ganz gut. Jetzt aktuell wird ja alles wieder gelockert von der Corona-Krise, aber die war jetzt quasi mittendrin in meinen 100 Tagen und dadurch hatte ich auch ein Stück weit die Zeit und die Gelegenheit. Also es kam quasi passend für mich. Allerdings habe ich erst mit dem Sport angefangen und dann kam die Corona-Krise. Also nicht andersrum. Ja, jetzt sitze ich hier mit meinem Tee und freue mich daran, dass das Wetter so toll ist, weil so richtig schön kühle, frische Luft hier reinkommt und ich eine tolle Aussicht habe und ich liebe die, auch wenn es geregnet hat und auch wenn man sagen könnte, da ist jetzt kein Sonnenschein, keine wunderschönen Farben am Himmel, das ist egal. Ich freue mich einfach darüber, dass dieser Tag 100 gekommen ist und ich Sport gemacht habe. Bis hierhin. Genau, einmal steht sozusagen Sport auch noch an heute. Auch da freue ich mich drauf, weil ich gemerkt habe, dass mir das richtig gut tut. Ich habe mich jetzt sehr auf Bodyweight-Workouts gestürzt, das heißt über die App Freeletics, keine Werbung hier, unbezahlte Werbung. Über die App habe ich hauptsächlich Sport gemacht und dann habe ich noch Yoga gemacht, was mir einfach schon seit mehreren Jahren sehr viel Freude bereitet und bin sonntags, fast jeden Sonntag, laufen gegangen. Und ich habe mir gerade eben Fotos angeguckt. Ich bin eigentlich so der Typ dafür, glaube ich. Ich habe zum Beispiel nichts gemessen. Ich habe kein Oberarm gemessen, kein Bauch, kein sonst wie, um das jetzt wieder zu messen und zu wissen, was hat sich getan. Ich habe auch mich nicht gewogen. Einfach auch aus dem simplen Grund, da ich keine Waage besitze, keine Personenwaage. Ja, weil mir solche Zahlen nicht so wichtig sind. Das ist genauso wie das Alter. Wer will, kann sich daran hängen, aber ich mache das nicht. Ich freue mich einfach darüber, dass ich es jetzt geschafft habe. Also ich habe mir gerade die Fotos angeguckt, die ich gemacht habe zu Beginn, also am ersten Tag. Und keine Ahnung, ob man darauf jetzt irgendwas erkennen kann. Ich versuche es euch einzublenden. Und vielleicht könnte man jetzt meinen, so schlimm schaut es ja gar nicht aus. Und der Meinung bin ich auch. Definitiv.
Ich habe das auch nicht angefangen, um anders auszusehen. Also nicht hier von wegen Bikini-Figur und oder Strandfigur und optische Gründe. Ich habe das rein deswegen angefangen, weil ich fit werden wollte. Vor allem fit mit meinem rechten Arm. Ich hatte im letzten Jahr eine schwere Krankheit und bin jetzt aber wieder fit. Und jetzt nach den 100 Tagen oder an Tag 100 definitiv. Ich freue mich unfassbar darüber, was mein rechter Arm jetzt wieder kann. Das waren alles eher Kleinigkeiten. Also ich konnte meinen normalen Alltag und auch Arbeitsalltag, obwohl der durchaus auch mal anstrengend ist für die Arme, gut bewältigen. Dennoch wollte ich noch mehr Kraft haben, um alles wirklich sehr gut hinzukriegen, ohne dass ich eben langfristig mir auf irgendwelche Schäden hinarbeite in den Gelenken. Und außerdem wusste ich auch, so meine Ausdauer und meine generelle Fitness, die darf besser werden. Ja, und das habe ich auch gemerkt. Ich habe es gemerkt beim Treppensteigen, obwohl ich schon immer alle Treppen gelaufen bin und keine Rolltreppe und keinen Aufzug nehme. Und habe dadurch gedacht, ich hätte so eine ganz normale Alltagsfitness schon. Und trotzdem habe ich gemerkt, die Treppen gehen leichter. Ich habe gemerkt, ich bin weniger aus der Puste bei manchen Dingen. Ich habe gemerkt, ich kann ein Stück weit noch schneller schnell gehen und kann auch einige Sachen besser wieder. Wie gesagt, auch Kraftdinge. Zum Beispiel meinen großen Korb mit Einkäufen, da hatte ich schon vorher mit zu kämpfen. Nehmen wir es mal so, mit zu kämpfen. Das war jetzt nicht tragisch und das habe ich hingekriegt, aber ich hatte mit zu kämpfen. Und mir ist zwischendrin mal aufgefallen, ich habe den genommen und dachte mir noch vorher so, oh, da sind Saftpackungen drin und Konserven und irgendwie lauter schwere Dinge nur und eine Reispackung und Mehl und so. Und dann habe ich den Korb genommen und dachte, huch, das ist ja irgendwie gar nicht mehr so schwer. Und sowas hat mir Freude bereitet. Das habe ich auch irgendwie die ganze Zeit jetzt gemerkt, so, dass ich immer wieder ganz, ganz toll Kraft hatte. Und das macht mich eher glücklich. Da ist mir jede Veränderung egal. Denn zugegebenermaßen, manche Veränderungen finde ich jetzt auch nicht so schön. Die muss man auch nicht alle feiern, bin ich der Meinung. So, jetzt wird Sport gemacht und ich freue mich drauf. Heute ist Mittwoch. Also unter der Woche, also ein Freeletics-Workout. Ich bin gespannt, was es da so gibt heute für mich. Dann nehme ich euch noch ein bisschen mit durch meinen Tag 100. Ja, ein besonderer Tag für mich. Ich möchte das für mich festhalten und freue mich da sehr drauf. Liebe das Leben. Aber eigentlich gilt das für immer. Und vielleicht hört ihr auch mal auf euer Duschgel, je nachdem, was das so sagt.
Wie jeden Morgen bin ich auch heute wieder fast zu spät dran. Und vielleicht ist es meine Superkraft, im fast zu spät kommen. Meine Haare zusammen und meine Maske schnappen und dann geht's los mit der Arbeit. Ich freue mich. Jetzt sind ein paar Stunden rum. Ich bin wieder zu Hause. Es ist Abend. Ihr könnt es auch draußen sehen. Es ist nicht mehr ganz so hell. Es war heute aber sowieso sehr trüb und regnerisch. Macht aber gar nichts. Ich esse jetzt noch mein Abendessen. Das ist quasi Reste. Also ich habe das aus Resten gemacht und das habe ich aber schon vor ein paar Tagen. Das heißt, vorgestern. Das heißt, Reste essen. Das lasse ich mir jetzt noch schmecken. Das sind so ein bisschen Kartoffeln, Zucchini, Paprika, Kichererbsen und stückige Tomaten. Genau. Eine wilde Kombi mit noch ein paar Kräutern. Und danach gibt es gleich noch für mich Bananen-Schoko-Eis. Ich freue mich riesig darauf. Das ist so ein bisschen mein Goodie heute. Also das ist meine Belohnung. Und danach werde ich mit Lisa telefonieren. Ich freue mich schon riesig drauf. Deswegen esse ich jetzt auch ganz zackig und dann, wird mit Lisa telefoniert. Ich freue mich so sehr. Ich habe total Lisa weh. Deswegen gleich telefoniere ich mit Lisa. Fast hätte ich es vergessen, euch meinen Plan zu zeigen. Und zwar habe ich mir den einfach auf so einen großen Klebezettel geschrieben. 100 Days of Sweat und dann einfach 100 Tage hier aufgemalt und dann einfach abgestrichen, wenn der Tag gelaufen war. Und so hatte ich die Übersicht, bei welchem Tag ich bin. Und heute habe ich gerade eben auch Tag 100 noch abgekreuzelt. Alle Tage, die so ein bisschen heller aussehen, als hätte ich da nichts angekreuzt, sind gelb. Also ich wollte die gelbe Farbe nicht diskriminieren, deswegen gibt es auch gelb. Ich habe dann hier immer so quasi nach oben geschrieben, was an dem Tag jeweils war. Tag 65, Freeletics steht da dran. Und am Tag drunter, 75, steht Yoga. Und dann steht da wieder Freeletics und dann steht da wieder Yoga. Und dann steht da Joggen. Das sind die hauptsächlichen Begriffe, die da stehen. Ich zähle einmal eben noch durch, was wie oft war. Und dann gucken wir mal, ob wir auch nochmal bei 100 rauskommen. Ich habe jetzt mal zusammengerechnet. Und zwar habe ich 72 Mal von den 100 Tagen Freeletics gemacht. Das ist definitiv absoluter Spitzenreiter. Zum Schluss habe ich das ja 5-mal die Woche gemacht. Am Anfang nicht ganz. Genau, Montag bis Freitag, jeden Tag vor der Arbeit. Davon waren 7 Tage Hell Week dabei. Hell Week heißt, das ist richtig heftig und 7 Tage direkt am Stück. Wir kommen da gleich noch zu einer Besonderheit. Einmal habe ich Freeletics auch mit jemandem zusammen gemacht, mit einem Freund. Der hat sich etwas schwerer getan. Es war auch schon mein Tag 74, also nehme ich das niemandem übel. Also 2-mal habe ich auch noch Bellycon gemacht. Das heißt, mein Mini-Trampolin, das war dann echt nicht häufig, wenn man das so sich anguckt. 2 Tage von 100. Ist aber in Ordnung, werde ich vielleicht in Zukunft häufiger wieder machen und mich ein bisschen lösen von den Freeletics. Die habe ich jetzt doch sehr häufig, sehr viel gemacht. Dann war ich 13 Mal joggen, was nicht ganz hinkommt auf die Wochen, weil ich 1-2 Mal nicht sonntags joggen war, sonst war ich jeden Sonntag, egal ob Schnee war, das war nämlich im März der Fall, oder ob Sonnenschein und richtig warm schon war im April oder im Mai. Das hat mir aber immer Spaß gemacht, das waren unterschiedlich lange Runden. Waren aber immer mindestens 45 Minuten, eher tendenziell länger. Also die große Runde bin ich deutlich häufiger gerannt als die kürzere. Ich habe jetzt mal nicht angefangen und zusammengerechnet,
welche Zeit das war, die ich da insgesamt unterwegs war. Und dann war ich noch 13 Mal hier bei mir zu Hause und habe Yoga gemacht. Unterschiedliche Arten habe ich gemacht. Also ich habe es meistens so ein bisschen dazu geschrieben in meinem Plan, was für eine Art von Yoga. Und einmal habe ich auch Yoga mit jemandem gemacht, nämlich mit meiner Mama. Das hat mich sehr gefreut. Da habe ich dann, das war das einzige Mal, dass ich das Programm selbst zusammengestellt habe. Natürlich ein bisschen auf sie angepasst und wir erstmal getestet haben, was denn funktioniert. Soweit der Plan. Zusätzlich dazu kam mir das in den Sinn. Ich habe das hier bei mir gespeichert gehabt, schon seit Ewigkeiten, also wirklich ewig lang schon. Das ist die 30 Tage, 30 Days of Flat Abs von Blogilates. Keine Ahnung, ob es das überhaupt noch gibt. Und ich habe mir einfach hier nur auf den Plan draufgeschrieben, was wir oft an welchem Tag, beziehungsweise die Tage einfach nur durchnummeriert. Denn ich habe hier die gleichen Farben verwendet wie auf dem Plan hier oben. Und das Grün, das ich am ersten Tag verwendet habe, ist von Tag 43, das weiß ich noch. Und das heißt, da habe ich nicht nur Freeletics gemacht an Tag 43, sondern eben auch den ersten Tag hier von 30 Day Flat Abs. Das steigert sich dann quasi von Tag zu Tag und dann kommen noch weitere Übungen hinzu. Irgendwann steigert sich dann einfach nur noch in der Anzahl. Bis man hier angelangt bei 22 Mal jedes von diesen 5 Übungen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe genau an Tag 100 diese 30 Tage beendet. Wie jeder, der rechnen kann, weiß, dass 43 plus 30 wären 73. Da war ich aber lange noch nicht fertig. Das heißt, ich habe über 20 Tage mehr gebraucht. Super. Weil ich es dann quasi nicht konsequent durchgezogen habe. Das heißt, ich habe nicht jeden Tag weitergemacht, sondern ich hatte immer mal wieder Tage mit Pause drin. Einfach, weil es mir zu heftig war. Weil zum Teil war bei Freeletics schon so viel für den Bauch dabei. Da konnte ich nicht das dann auch noch machen. Oder am Tag vorher war schon so viel Bauch. Deswegen ging das einfach gar nicht. Soweit der Plan, beziehungsweise die beiden Pläne. Ich habe letztendlich ja quasi 130 Tage in einem gemacht. Und ich bin ganz schön stolz auf mich. Irgendwie schaut das auch ganz nett aus, so bunt. Das Licht ist hier wahnsinnig toll. Rotlichtmilieu hier, oder wie? Ja, ich guck mal, ob ich das in der Nachbearbeitung zumindest ein bisschen heller hinkriege. Das schaut ja furchtbar aus. Ich bin, ja, nun am Abend von Tag 100 an allererster Stelle wahnsinnig stolz auf mich selbst, dass ich diese 100 Tage durchgezogen habe und wollte noch ganz kurz ein bisschen was dazu erzählen. Was machen diese 100 Tage? Also erstmal habe ich das bei anderen YouTubern gesehen. Ich glaube, bei Wild We Roam habe ich es zuerst gesehen und habe dann danach ein bisschen geguckt und habe geschaut, okay, woher kommt das, wer macht das, warum? Und viele haben so diesen krassen Wettkampfcharakter und Wettbewerbscharakter und wollen das so unbedingt hardcore durchziehen. Und ich war nur so, dass ich dachte so, ja, könnte ich mal machen, fange ich mal an. Und das war wirklich sehr spontan, dass ich das an genau dem Tag angefangen habe, an dem ich angefangen habe. Meines Wissens war das der 2. März. Mir ging es an dem Tag eigentlich nicht gut. Und dann habe ich gedacht so, ich trete mir in den Arsch und so, doch, und jetzt mache ich Sport und jetzt fange ich an. Und dann habe ich auch einfach nicht mehr aufgehört damit. Klingt erstmal ganz simpel. Hat sich für mich auch relativ leicht angefühlt, zum Glück. Und ich muss sagen, hier die ganze Sache mit Corona und Lockdown und so weiter, Ausgangsbeschränkungen, das hat es mir eher leichter gemacht. Ich war einfach am Wochenende nicht unterwegs, irgendwie abends nochmal in München in der Stadt oder so. Und dann, naja, was mache ich dann Sonntag, Vormittag oder morgens? Ich kann aufstehen und kann laufen gehen. Also von dem her war das schon ganz in Ordnung soweit. Ich habe gemerkt, dass sich ein bisschen was verändert hat bei mir. Das ist jetzt nicht so die krasse Veränderung. Ich habe auch Fotos gemacht. Mal gucken, ob ich die eingeblendet kriege. Man sieht jetzt nicht den Riesenunterschied. Ganz viel fühle ich einfach, dass es sich anders anfühlt. Ich fühle mich wahnsinnig wohl in meiner Haut. Ich habe mich vorher schon geliebt und fand meinen Körper toll, aber so sehr, dass es sich auch so richtig so anfühlt, als ob ich plötzlich meinen eigenen Körper komplett bis zum Rand, bis zu seiner normalen Grenze der Haut ausfülle und auch spüre, so richtig wahrnehme. Ich habe festgestellt, mein Kreislauf hat sich stabilisiert, jetzt nicht in der Hinsicht, dass ich vorher Probleme gehabt hätte, aber die Durchblutung ist einfach gestiegen. Das heißt, ich fühle mich viel, viel wohler, barfuß unterwegs zu sein, egal wie frisch es ist. Mir wird grundsätzlich nicht mehr so schnell kalt. Ich habe den Eindruck, ich bin irgendwie schneller auf Betriebstemperatur und kann alles gut machen. Ich fühle mich ein Stück weit natürlich fitter bei mehreren Treppensteigen oder so. Wer schon mal von der U-Bahn bis ganz nach oben alle Treppen gelaufen ist am Stachus, der weiß, wovon ich rede. Ja, ich habe natürlich auch so körperlich ganz genau betrachtet ein paar Sachen bemerkt. Also meine Waden, habe ich den Eindruck, die sind jetzt irgendwie plötzlich da. Die haben gesagt, hey, wir sind da. Meine Oberarme auch ein Stück weit. Es gibt sogar ein Oberteil, das ist recht eng gewesen vorher auch schon.
Das kann ich jetzt gar nicht mehr anziehen. Ja, das kommt dann nun mal. Und ansonsten habe ich den Eindruck, dass, ja, dass ich das schon auch ein bisschen merke oder sehe, dass mein Hintern ein bisschen straffer ist, dass mein Bauch ein bisschen weniger ist, was auch in Ordnung ist. Genau. Ja, aber es ist jetzt nicht so krass, dass ich sage, wow, jetzt hat sich wirklich alles verändert. Wollte ich aber auch gar nicht, denn ich wollte vor allem den Gedanken daran nicht verlieren, dass ich das mache, um fit zu werden. War schon die hauptsächliche Intention. Einfach, weil ich im letzten Jahr schwer krank war und quasi genau vor einem Jahr, da wusste ich noch nicht, wie es weitergeht. Da wusste ich nicht, wie mein Leben wird. Da wusste ich nicht, ob ich das jemals wieder loswerde, die Krankheit. Und ich konnte mit meinem rechten Arm echt wenig machen. Und jetzt kann ich wahnsinnig viel mit meinem rechten Arm. Und es fühlt sich nahezu gleich an, rechts und links. Also jetzt ist es wirklich nur noch ein Müh, dass das ein Unterschied ist. Und das war vorher anders. Ich konnte zwar alle normalen alltäglichen Dinge machen, aber ich hatte nicht für alles genug Kraft und ich hatte nicht die Ausdauer in meinem Arm und die Leistung, die Fitness, dass ich wirklich alles gut hätte machen können. Und jetzt weiß ich, jetzt kann ich verschiedene Übungen, die ich vorher noch nie gemacht habe, die kann ich plötzlich. Oder ich kann einfach, ja ganz toll, ich kann Liegestützen. Ich konnte vorher nie Liegestützen, nie im ganzen Leben. Und ich bin jetzt quasi so fit, wie ich es noch nie in meinem Leben war. Und dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Wirklich wahnsinnig dankbar. Stolz und dankbar. Und zu guter Letzt noch ein paar Worte dazu, dass zu Beginn habe ich das ein paar Menschen erzählt und habe mir dann zwischendurch gedacht, eigentlich, warum denn? Muss gar nicht jeder wissen. Wäre auch spannend, wenn jetzt irgendwer mich mal drauf anspricht oder das so mitkriegt. Und zu Beginn haben dann alle gesagt so, boah, krass, das machst du wirklich 100 Tage am Stück, jeden Tag und so. Und ich dachte erst noch so, ja, klar, mach ich. Und fand so nichts Besonderes dabei. Jetzt im Nachhinein weiß ich, ich habe mich durch manche Tage extrem durchgebissen. Das ist natürlich was Tolles, wenn man weiß, man macht es und man kann sich durchbeißen. Aber das möchte ich in Zukunft nicht mehr machen. Also es gab Tage, an denen ging es mir richtig schlecht und ich habe trotzdem weitergemacht. Und das werde ich in Zukunft nicht mehr tun. Wenn mein Körper, wenn es ihm nicht gut geht, warum soll ich ihn dann auch noch quälen? Werde ich nicht mehr tun. Jetzt zum Ende hin, wenn klar wurde, dass ich irgendwie weniger als 10 Tage nur noch hatte bei der 100-Tage-Challenge, da kam ganz oft dann die Frage auf, ja, und was machst du, wenn die 100 Tage rum sind? Und jetzt sitze ich hier und eigentlich weiß ich es nicht. Eigentlich weiß ich es nicht. Ich werde mich morgen überraschen lassen. Ich schätze mal, ich werde morgen automatisch ins Bad laufen, mich umziehen und irgendwas tun. Ich möchte ein bisschen mehr Richtung Yoga umsteigen. Die nächsten paar Tage ein bisschen ruhiger angehen lassen, denn ja, ich weiß jetzt schon, dass manche Dinge auf mich zukommen. Allein, dass jetzt manche Sachen wieder öffnen, zum Beispiel die Boulderhalle und ich übermorgen Abend bouldern gehen werde und ich weiß, dass ich nach dem Bouldern bin ich jedes Mal tot. Den 2 Tage darauf folgend und deswegen werde ich jetzt so die nächsten paar Tage, vielleicht die nächste komplette Woche auch noch auf Yoga, auf Dehnen, auf solche Geschichten eher umsteigen und gar nicht so sehr auf Kraft und auf Freeletics auch vielleicht nicht unbedingt. Laufen gehen muss ich dann mal am Sonntag gucken, ob das geht, 2 Tage nach Bouldern. Ich werde sehen. Keine Ahnung. Vielleicht werde ich dann noch ein bisschen weitermachen und dranbleiben. Ich fände es eigentlich ganz schön. Zumindest so 4 bis 6 Mal pro Woche wären so mein Wunsch. 4, 5 Mal Minimum. Einfach, weil ich weiß, es tut mir gut. Und ich glaube, ich kann noch ein bisschen mehr erreichen. Und darüber würde ich mich freuen. Ich muss jetzt nicht Mrs. Hulk werden und sonst wie Muckis haben. Aber so ein bisschen an Fitness, das wäre schon ganz gut. Genau, und dann möchte ich in Zukunft, sofern alles aufmacht, wie auch immer, ein paar andere Einrichtungen noch mal mehr nutzen. Das heißt, die Boulderhalle, wenn möglich. Ich mal gucken, ob ich so manches noch ausprobiere an anderen Sportarten. Ob ich mal squashen gehen kann irgendwo, wäre total schön. Ich würde auch mal wieder richtig gern so richtig intensiv Tischtennis spielen. Am liebsten draußen natürlich. Und schwimmen gehen vielleicht, wer weiß. Das sind alles so Geschichten, die würde ich gern machen. Und die habe ich jetzt in den letzten Wochen und Monaten nicht gemacht von diesen 100 Tagen und da würde ich mich aber sehr darüber freuen. Vielleicht hat dieser kleine Ausflug Spaß gemacht, es war ein bisschen mehr Privatleben, es war mal ein ganz anderes Thema und schreibt mir sehr gerne, was ihr davon haltet in die Kommentare, ich bin sehr gespannt. Falls ihr mal 100 Tage irgendetwas tun wollt, dann schreibt es doch auch mal gerne rein, was wäre denn eure Challenge 100 Tage. Ich überlege ja noch, ob ich mir nicht nochmal so einen Plan mache und den dann auf was anderes nutze. Vielleicht.
Vielleicht auch direkt ab morgen. Ich werde mal sehen. Morgen ist Feiertag bei mir hier, Frauen Leichnam. Wenn ihr das seht, dann ist es schon vorbei. Aber vielleicht habe ich da ja den genutzt und so manches in die Wege geleitet. Wer weiß. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei einem meiner letzten Videos vorbeischaut, meinen Kanal abonniert und dann beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, wie immer, lest schöne Bücher. Tschüss.